Und hier geht's weiter. Für die, die es jetzt nicht verstehen, auf Twitch, ich unterteile gleich den Stream in Episoden für YouTube. Deshalb ab und zu mal tschüss, hallo. Komm, Yolanda! Wir machen einen auf Yolanda. Oh, geil. Guck dir das an. Oh, sexy Yolanda. Himmlische Handschuhe. Durchsichtig. Passt. Psyops? Gibt's überhaupt Yolanda-Handschuhe? Nee, ne? Ach, himmlisch einfach. Gutes. Accessoires. Ich bin super, Yolanda. Ihr sollt mich nicht erkennen können. Und ich glaube, den Bart muss man weg. Ach ja, oh, komm, hier so ein schönes Schatten. So ein so ein schöner Blauschatten. Nee. Doch, oder? Das Kinn. Das Kinn. Oh. Ja. So sieht sie geil aus, oder? Die Yolanda. So, und mit der gehen wir jetzt runter zum Community Center. Um da einen Headshot aufzuhängen. Und danach gehen wir in die Kirche, in die Schule. Arcana Hut. Danach gehen wir in die Schule zum Mackie. Der wollte auch irgendwas von uns. Mr. Mackie. Ist krass, wie viel es hier zu erkunden gibt. Wie groß die Stadt eigentlich ist. Obwohl sie doch so winzig ist. Toll, wie du mir geholfen hast, das Schnellreisesystem einzurichten. Wunderarsch. Schau mal in deine Spielzeugkiste. Ah, danke dir. Dankeschön. Alle schenken sie mir was. Alle schenken mir was. Wollen wir den noch irgendwie aufmachen? Ist doch gelb hier hinten. Warum geht das nicht auf? Streichholzbrief, Zigarettenstummel. So, also hier. Nö, ich vermeide doch keinen Kampf. Weitergehen, wir machen hier Chaos. Ich vermeide doch keinen Kampf. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Hau rein, Neuer. Das gibt garantiert eine Narbe. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Wie ein Blitz. Alter, verausgab dich nicht. Chaos ist unausweichlich. Grundgütiges Chaos. Fühlt den Zorn von Humankind. Beuge dich, Chaos, oder zahle den Preis. Oh shit, wenn der hier vorne stirbt. Ich brauche ein Klo. Zu mir, überrennen wir sie. Bin ich schon am Zug? Okay. Pegasus-Schlag. Glückwunsch, Superfreunde. Oh shit, jetzt trifft er den da hinten. Naja. Hau sie weg, Neuer. Oh, Jimmy zweimal erwischt. Du bist nichts gegen den Meister. Ich hab Jimmy getötet. Scheiße gelaufen, Neuer. Oh mein Gott, sie haben Jimmy getötet. Ihr Schweine. Ich treffe ihn so leider nicht.
Das ist blöd. Na gut. Schieß bereit, hier kommt kein! Es ist Craig-Zeit, ich meine Super-Craig-Zeit. Oh, es geht alles auch nicht, ne? Er steht echt so blöd, dass ich mit keinem rankomme. Wow. Versuch's doch, Wigbert. Direkt ins Ego. So, jetzt aber. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Walkie-talkie. Kann ich denn... Da kann ich. Da, geschafft. Gleich würde man sagen, wo es das nächste hingeht. Die Latte-Typen. Okay, also... Schwieg. Halten. Whoa! What the fuck? Alter, was ist los? Alter, kommt ihr noch klar? Ah, okay, hier. Hier ist wieder irgendeine Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Dann schreibe ich mir das auf. Community Claw. Linkes Claw. Da kommen wir nochmal später drauf zurück. Ah, das Frauenklo halt, ne? Klar, dass so ein Riesenhaufen auf dem Frauenklo liegt, ne? Also Männer können sich halt benehmen. Na, die Frauen, die haben einfach den Deckel zugemacht und dann oben drauf gekackt. Ein Mann weiß, wie eine Toilette funktioniert. Deckel auf und dann reinkacken. Hm? Also hier ist Wasser und Strom. Also kann ich mir gleich nochmal aufschreiben, Community Männerklo. Beide Klos im Community Center. Muss ich noch mal später besuchen. So, dann gehen wir in die Kirche. Der Mr. Mackey wollte was von uns, ne? So viele Quests, so viel zu tun. Das ist Wahnsinn. Geh zur Schule. Aber heute ist Samstag. Komm morgen wieder, ja? Hör auf damit, Kind. Wieder ein Windrad. Da oben kann man den aufhängen, aber... Oh. Und da oben gibt's auch... Okay. Schule. Second Floor. Schreibe ich mal auf. Schule, zweite Etage. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich hab dich im Auge. Mach keinen Scheiß. Ja? Machen wir vielleicht ein Selfie? Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Ja, kein Scheiß, aber ein Selfie. Mach keinen Scheiß. Na schön. Hätte ich jetzt rumgefurzt oder den vielleicht geschlagen oder sowas, dann hätte er... Okay, mach keinen Scheiß. Einfach muss da stehen. Sehr lustig. Mach keinen Scheiß. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Ich warte auf den Mathematikwettbewerb. Wie? Klar, machen wir ein Selfie. Ich weiß nicht, du stehst auf Mathe. Finde ich nicht okay. Ja, danke. Klar, ich mache eh 10 Selfies täglich.
Was? Annie Nelson. Schick. Die Kühe. Hall of Honor. Ach, das sind Lehrer, die es nicht mehr gibt teilweise, ne? Chefkoch in der Mitte, den gibt es ja nicht mehr, weil der Synchronsprecher Isaac Hayes, ich glaube, so heißt der Isaac Hayes, hat halt bei denen aufgehört, weil sie sich über Scientology lustig gemacht haben. Meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. Der ist halt ein durchgedrehter Scientologist. Ne? Also sagen wir mal ganz ehrlich, jeder Scientologist ist ein durchgedrehter Vollidiot, ein Fanatiker. Alles durchgedrehte Leute. Ne? Aber egal. Es war für ihn okay, sich über Juden lustig zu machen, über Christen, über Asiaten, über alles. Ne? Aber sie haben einen Witz über Scientology gemacht, hat gesagt, nö, ich bin raus. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Deshalb haben sie ja dann diese Folge gemacht, wo der Chefkoch beim Super Adventure Club war und alles nur... alle seine Texte in dieser Folge waren zusammengeschnitten aus Folgen davor. Und am Ende der Folge ist er halt gestorben. Ne? Also das haben sie einen schönen Abschied gemacht für den. Wenn du so ein Arschloch bist, dann geben wir dir einen schönen Abschied, so in etwa. Dieses Superheldenspiel ist lahm. Dann daneben hier oben links haben wir Crabtree. Ich weiß nicht, warum es die nicht mehr gibt. Die hat immer den Bus gefahren. Das ist die mit dem Vogelnest und Vogel im Kopf, in den Haaren. Keine Ahnung, warum die weg ist. Und dann gab es hier die mit den langen Brüsten. Wie hießen die nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Die war auch gar nicht so lange dabei. Und hier rechts erkenne ich es nicht, was es sein soll. Keine Ahnung. Kann ich nicht erkennen. Ja. Und Butt Out war dieser Mist mit den Zigaretten. Ne? Darfst nicht rauchen und so. Die Mobile Smartphone. Dose Arsch-Körperspray. Arsch-Körperspray. Die tatsächliche Penisgröße von Jungs. Aber wer zum Teufel möchte Körperspray benutzen, das wie Arsch riecht? Verwirrt von der Schule. Das hier. Ist das von einem Magic-Spiel? Sind das Federn? Dann war das hier, wo die Magic gegen diesen Hahn gespielt haben. Cock Magic. Ist die Folge. Cock Magic. Okay, da komme ich nicht hoch. Dann geht's zurück. Dann gehen wir zum Counselor. Ach, hier war noch was. Gesperrt. Okay, wir gucken erstmal, bevor ich es mir aufschreibe, gucken wir, ob wir den Schlüssel vielleicht hier finden. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Ich könnte mich auf den Stuhl setzen, wenn du willst. Oh, hallo Neuer. Wenn du dich hinsetzen könntest, okay, das wäre super. Okay. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben.
Danke, mein Kind. Es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Okay. Also, ich bin ja gerade Yolanda. Mit einem Flötenkinn. Okay, ich wäre so weit. Im Prinzip haben wir ewig Zeit, aber je eher, desto besser. Lass dir Zeit, okay? Ich weiß ja nicht. Also eigentlich bin ich der Meinung, ich spiele einen männlichen Charakter, der sich einfach nur mal relativ gerne verkleidet. Ne? Ja, komm, wir machen jetzt ja nicht Hüllefanz. Wir machen männlich. Junge, gut, genau, geht klar. Also, sieht doch aus wie ein Junge, oder? Aber hör genau zu. Der starke Bart? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cisgender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und dann fühlst du dich als Cisgender oder Transgender. Ich wäre so. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Wieso das denn jetzt? Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also... Er hat mir gerade erzählt, dass er Cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Sieht doch aus wie ein Junge. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Das wäre ein Bullshit. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt. Okay? Ich bin ein Kerl, der Titten liebt. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden. Okay? Also komm jederzeit wieder. Alter Höhle. Was für ein Bullshit. Ein Video? Schau, schau, schau! Redness. Das ist doch ein Cisgender-Junge! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Wieso? Ihr seid doch auch Cisgender, oder? Hä? Die Hinterwäldler sind doch... Was? Warum sind die Hinterwäldler jetzt gegen mich? Ich müsste doch in ihren Augen völlig normal sein, oder? Also nicht mit dem Outfit. Aber... Ja, scheiß drauf. Ich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Wir brauchen schon Physik. Ich bin doch Hetero. Ich prügle ich zum Hetero. Ich bin nicht unsichtbar, meine Atome vibrieren nur so schnell, dass du mich nicht siehst. Ja, jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Alter Schwede. Das nenne ich eine Ansage. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Geht's, Humankind? Bist verletzt? Nee, ich möchte nicht lernen, wie man Verbrauchsgegenstände benutzt. Danke. Ich bin drin. Okay. Was ist das für eine blöde Frage? Möchte ich lernen, wie man sich heilt, oder was?
Und ich dachte, Drachen wären schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Megafaust-Pancheroo! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Das habe ich kaum sehen. Zeig uns, was du drauf hast. Ich habe 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen. Ich sag mal auf für dich, Alter. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Hier komme ich an keinen ran, oder? An den vielleicht. Ja. Noch ein Gegner am Boden. Das ist noch vertretbar, oder? Also deine Superfähigkeit haben wir schon gesehen. Den würde ich jetzt einfach mal aussetzen lassen. Ich würde gerne mal die Fähigkeit von ihm sehen. Ja? LB. Gucken wir uns das mal an. Sind wir farbig? Nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Hassschmiede. Artefakt. So. Jetzt gehen wir zu Tweak Bros, ne? Und zu Nicole. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du glaubst, dass sich dein Geschlecht geändert hat. Das ist völlig normal. Ich will jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen, aber ich glaube, mein Geschlecht ändert sich jetzt nicht mehrmals die Woche oder so. Ein Geschlecht ändert sich eigentlich prinzipiell gar nicht, oder? Bei diesem Haus waren wir noch gar nicht. Deshalb bin ich noch mal kurz nach rechts gelaufen. Dieses Haus kennen wir noch gar nicht. Wir haben neue Häuser entdeckt. Nee, weil wir sind jetzt hier, ne? Und ich glaube, der Brennpunkt war irgendwo hier. Also hier 1 oder 2 Häuser. Vielleicht sogar 3 auf der Seite sind noch neu für uns. Baby! Die wollte uns doch Outfit-Beratung geben oder sowas, ne? Die wollte uns neu ausstatten. Was haben wir denn da? Ich bin Yolanda. Hallo, Schätzchen. Wie geht's dir? Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Der will keine. Warum auch immer. What the fuck? Hier ist wieder so ein Loch. Da ist wieder was kaputt. Twerps. Ich glaube, das ist eine Anspielung an irgendwas. Es gibt doch eine Trickfilmshow mit irgendwie Mädchen, die so ähnlich aussehen. Ich weiß bloß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es nie geguckt, aber vom Durchseppen her weiß ich, dass sowas Ähnliches existiert. Oh, wie heißen die? Bratz? Kann das sein? Bratz? War irgendeine Beleidigung, sowas wie Twerps. Ich glaube, Bratz könnte es sein.
verzogene kleine Görn halt, weißt du? Klar, komm nur ungefragt reinspaziert. Klar, ich komme sogar ungefragt reinspaziert und beraub dich. Was heißt denn davon, Bitch? Hallo, Wendy. Was gibt's, neuer? Strafst du immer noch alle mit Schweigen? Ja. Lass uns ein Selfie machen und Instagram-Freunde sein. Yay. Ich bin Yolanda. Richtig gut. Bei der kann man einkaufen. Deshalb soll ich zu der kommen. Ich verstehe. Du willst Geld an mir verdienen. Danke. Gute Wahl. Siehst du nicht gut aus, sehe ich auch nicht gut aus. Scheiße, jetzt bin ich sowas von pleite. Aber durchs Einkaufen habe ich da was im Hintergrund. Glänzen sehen. Was sehe ich denn da, Leute? Was sehe ich denn da? Gay. Blick des Donners. Dumme verzogene Hure, Handy. Dumme verzogene Hure. Abnehmen leicht gemacht. Ja, Fingern halt, ne? Abnehmen leicht gemacht, Taxigeld. Oh! Also man kann das Klo hier benutzen, aber da ist gar kein gelber Griff dran. Warum ist da kein gelber Griff dran? Ich mach's natürlich trotzdem. Die Toilette der Stevens. 3 Sterne. Oh Gott. Drück, 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 drück. Ja. Oh, 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 oh. Arschbacken. Zusammen, auseinander. Komm schon. Und drück, 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 drück. Oh ja. Oh Gott. oh Gott. Ich hab's geschafft, oder? Ich hab's geschafft! Ach Gottle. Darf bloß keiner hören, wie ich hier rumschreie. Drück, drück! Press die Arschbacken zusammen, Junge! Yolanda! Ah, das ist der Star Trek, Heini. Der Trekkie. Das ist der Trekkie. Ja, mit dem Elektrozeug kann ich noch nichts machen. Keine Ahnung, das kommt später, glaube ich. Und ist versperrt. Schreibe ich das jetzt auf? Oder sehe ich das von außen, dass es versperrt ist? Ich glaube, das brauche ich nicht aufschreiben. Das ganze Haus ist versperrt. Okay. Was haben wir hier für ein Haus? Ein Moskito? Ist das Moskitos Wohnung? Nee, Moskitos Wohnung ist das mit den Goths. Mintberry Crunch und sowas, ne? Oder ist... Ne, warte mal, nochmal. War Moskito Mintberry Crunch? Oder ist Moskito eine andere Person? Ich glaube, Mintberry Crunch war eine eigene Person, ne? Gerade nicht ganz sicher, ob Moskito dann zum Mintberry Crunch geworden ist oder sowas. Ja, nee, Clyde. Clyde ist Moskito und Mintberry Crunch ist der Bruder von dem Goffi. Genau. Sexy Robot.
Schulbericht zu lesbischen Cheerleadern. Oh. Gibt es da auch Fotos dazu? Offensichtlich ein sehr wissenschaftlicher Bericht. Buch von Wunderslash. Ah, Wunderslash. Wunderslash Kaputschka, spielen in dein Schutschka. Irgendwie sowas. Lausweckflasche. Oh, die Lausfolge war auch sehr cool, muss ich sagen. Zwei Sterne. Die Toilette der Donovans. Los, wackel mit deinem Arsch. Und jetzt drück, drück, drück. Ja. Ist das blöd. Ist das blöd. Ah, ja, ja, Kloherrscher. So. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen. Also, wir könnten mal kurz nach Hause gehen und die ganzen Belohnungen abholen, die sich da mittlerweile gestapelt haben müssen. Und dann können wir hoch zu Nicoles Eltern und gleich zu Tweak wegen Headshot aufhängen und sag schon, ne? Krimineller Drogenbaron, ne? Der Schwarze. Zieht ein Schwarzer in die Stadt. Das muss ein Drogenbaron sein. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Oh. Kinder? Wollt ihr kämpfen? Ah ne, die sind niedrig, hä? Die sind niedrig. Ist das mein Haus? Nein. Na gut, dann machen hier wir Mies, die mal. Mies, hier, Viertklässler! Ah! Ein Furz ist besser als hier Sprengstoff, weil Furz macht dann gleich dieses Übelkeit und dann kriegen die immer wieder Kotzen und das macht Schaden. Knallkörper macht bloß Verwirrung. Hier, angewidert. Angewidert ist vielleicht einfach es besser. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Los, Wunderarsch! So eine Scheiße! Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Unsichtbare sterben nicht. Ich bin jetzt dran. Ohne zu zucken. Respekt. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Voll machen! Yeah. Zeit für die Laser! Wie treibe ich denn jetzt? Oh, das ist jetzt blöd. Ich kann von hier aus gar keinen treffen, ne? Ich kann mich allerhöchstens so hinstellen und ein Schutzschild auf jemanden machen. Hier, Kumpel! Also los! Megafaustschlag! Ah. Beeindruckend für einen Physik-Normalo! Du schaffst das! Ja, so macht man das. Fantastisch! Ist der weg? Jetzt aber schnell! Mann, jetzt klingeln mir sauber die Ohren. Jetzt pisst er seinen eigenen Kumpel an. Viertklässler versuchen, nee, geile weg. Sache. Okay. Für Viertklässler nee, pisst die trotzdem an. Er pisst die trotzdem an. Boom. Der Wind der Gerechtigkeit. Seinen eigenen Kumpel platt gemacht. So ein Trottel. Pew, pew.
Nächstes Mal gibt's das Fernlicht. Bin ich endlich dran? Danke. Bam, die Fresse. Siegreich. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Oh. Ist das jetzt meine Wohnung? Nein, das ist Jimmy. Der nächste Screen. Okay. Bevor es Handys gab, mussten sich Kinder eine neue Familie suchen, wenn sie sich in der Mall verlaufen hatten. Deshalb haben sich bei uns draußen immer alle an den Händen gehalten. Das Gespräch mal zu... Habe ich echt Ja dazu gesagt? Preise den Herrn, kleines irres Kind. Nein. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Guck dich mal an, mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Ja, ist halt cool, wa? Kommt mir so vor, als würde ich schon 3 Jahre auf den Bus warten. Ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf. Das Spiel ist schon ziemlich alt und ich könnte mir vorstellen, der aktuellste DLC, der hat wahrscheinlich 3 Jahre gebraucht, bis der gekommen ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau deshalb habe ich mir Zeit gelassen, bis ich spiele. Da ist er ja. Wow, das nenne ich ein Outfit. Hast du mal wieder Mamas Schrank durchwühlt? Ey, fick dich, du Arschloch. Wow. Kein Wunder, dass die andauernd angepisst ist und den ich leiden kann. Oh, ihr spielt verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Gewöhn dich nicht zu sehr an deine neuen Freunde. Gemein. Das ist gemein. So, jetzt gucken wir mal. Also die müsste mein Geld irgendwo hingelegt haben. Und in der Truhe müssten neue Items sein. Ist mein Geld in der Truhe? Hyperschall. Ist hier irgendwo Geld? Wo ist mein Geld? Bitch, where's my money? Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt Geld dabei war. Das sah ein bisschen komisch aus. Können wir hier was... Oh, wir können schon stärkeres Zeug machen, ne? Dazu nimmt man eine Tachyon-Matrix und macht die dann plus 1 oder was? Interessant. Arachnix haben wir doch schon gemacht, oder? Hat mir Arachnix nicht schon gemacht? Anscheinend nicht. Macaroni-Bild. Rufe Moses herbei, der alle deine Verbündeten heilt. Eigentlich ziemlich geil. Kostet nur ein paar Macaroni. So, jetzt können wir Cyberwolf machen. So. Brauche ich höheres Level. Ich verstehe. Ich muss also
Moment. Göttlicher Verstärker plus 4. Was bringt der? Warum kann man das nicht sehen, was der bringt? Ich muss, glaube ich, erstmal mein Artefakt rausnehmen, damit ich das hochcraften kann. Kann ich das ablegen? Verstecktes Messer. Moment, hatte ich die gerade eins? Ich kann das Messer auf einen 60er upgraden? Kann ich den Slot nicht einfach leer machen? Ich möchte den Slot einfach nur kurz leer haben. Mensch. Tatsache. Ich kann das 10er auf den 60er upgraden, krass. Göttlicher Verstärker plus 4. Ich muss meinen Crafting-Rang ein bisschen höher bekommen. Ich will jetzt aber auch nicht sinnlos Sachen craften, die wirklich gar keinen Sinn ergeben. Auch nur einen Punkt, ne? Was wir jetzt haben, huh? Das ist jetzt Ultimativerholung. Wo ist die Ohrenkette hin? Die konnte man nicht upgraden, ne? Aber das Messer ist quasi genauso wie die Ohrenkette. Bloß halt höheres Level jetzt. Wenn man die Ohrenkette nicht upgraden kann, aber dieses Klappding kann man upgraden. Jetzt habe ich 160 und schöne hohe Werte. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Crafting macht also auch Sinn, ja? Crafting Level erhöhen, damit man die Artefakte höher craften kann. Und Kostüm. Komm, wir waren lange genug Yolanda.
machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, ein Hai. Und der Haifisch, der hat Zähne. Hä? Hä? Wo ist Haifisch? Ach, hier. Welle. Das gefällt mir eigentlich. Der kann Ketchup und Senf schießen. Das war's. Wo ist denn die normale Brille hin? Hat der da nicht mal irgendwie eine halbwegs normale Brille? Na ja, gut, nehmen wir die. Haare, Bärte. Immer noch nicht meinen Bart dabei. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte so gern einen Bart ausgewählt, der so ein bisschen mehr wie meiner ist. Naja. Man muss ja nicht sich selbst spielen, ne? Hohe Wangenknochen. Ich bin Sylvester Stallone. Ah, nee. Ach so. Ist immer ein kleiner Haifisch. Hat wieder was Neues aufgetaucht? Ist doch gerade wieder was Neues aufgetaucht. Irgendwas ist nur mit Technik. Ich konnte es nicht sehen wegen diesem scheiß Ubisoft-Müll. Ist hier wieder was Neues? Nein? Keine Ahnung. Merkwürdig. Oh, hallo, Scheiße. So, wo gehen wir hin? Genau. Wir nehmen die Schnellreise. Soll ich dir die Fresse polieren? 60. Ja, genau. Lauf nach Hause zu euren Mamis. Ich hab Tittenbilder. Komm und hol sie dir. Shit. Jetzt geht's auf die 12. Was hat der zuerst zugeschlagen? Alter. Das ist ein Mann, ey. Gerechtigkeit von oben! Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Haha! Lass dich da von deinem Freund massieren. Und ab die Post. Ja, ich spüre regelrecht das Herzblut. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Boom, baby. Ah, shit! Laser online! Oh, der Laser ist richtig stark geworden, ne? Kleiner Rückschlag! Alter, der Laser ist richtig stark. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Unsere Chancen steigen stetig. Nein. Fäuste lösen wirklich jedes Problem. Säckchen voller Spuckebälle. Oh. Oh, ist es Zeit für Blitzkrieg? Dann gucken wir uns mal diesen Kriminellen an. Wir sehen uns. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Ruf mich, wenn du schnell von A nach B. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Du
Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Der Verdächtige. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Er hat ein Messer. Angriff! Er hat ein Messer, er hat ein Messer. Besiege den Drogendealer. Ich finde das so geil. Das ist so scheiße rassistisch. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Wir verbrennen ihn mal ein bisschen, ja? Ja, alle drei erwischt. Ah, verdammt, was willst du von mir? Verschwinde aus meinem Haus, verdammt. Ha. Alter, hat er gerade ein Kinder, hat er gerade ein Kind mit einem Messer angegriffen? Der hat gerade ein Kind mit einem Messer angegriffen? Das geht so nicht, Digga. Spinnst du oder so? Boom. Au, was soll denn das? Sag nein zu Drogen, Kind. Ich verteidige nur meine Burg. Ich bin ein Kind. Du kannst doch nicht ein Kind angreifen. Ja, stirb, Drogendealer. Der kriminelle Abschaum. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Wen nehmen wir als Nächsten? Die Mutter? Dann die Tochter? Das nächste Mal, wenn die Hilfe brauchen, dann müssen wir die Mutter festnehmen. Das wäre so lustig. Und dann die Tochter aus der Schule. Scheiß Rassisten, ey. Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Hau rein, Neuer. Das gibt garantiert eine Narbe. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Wie ein Blitz. Ich bin nicht unsichtbar. Meine Atome vibrieren nur so schnell, dass du mich nicht siehst. Ich bin jetzt dran. Der schmeißt Popel. Nein, nein. Scheiße für dich. Leute, das ist doch widerlich. Wer macht denn sowas? Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ich gucke mir Schwuchteln. Fühlt den Zorn von Humankind. Du bist hier die Schwuchtel. Packst dir deinen Penis einfach so aus. Du bist die Schwuchtel. Glückwunsch, Superfreunde. Also los. Wieder Faustschlag. Stetes Klopfen hüllt den Schädel. Stetes Klopfen hüllt den Schädel. Ich hab Sternchen gesehen. Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Cool and Friends für immer. Jetzt nur noch den für einen Hau drauf. Ihr Viertklässler seid ihr echt zerbrochen. Ja, ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Was? Humankind, startbereit! Dass ich dir die Zähne putzen kann? Genau, Drachenlaser, die gibt's wirklich. Okay, ich bin dran. Megafaust, Pacharu. Fantastisch. Bravo, gute Arbeit, etc., etc. Ein Sechsklässler fehlt noch für den nächsten Bonus. Pass auf, Hosenscheißer. Alter. Pass mal auf, Führungsfräulein. Ich treff den Briefkasten nicht. Ich treff den Briefkasten nicht. Weiß nicht warum.
komisch. Jetzt gehen wir zu dem Gaffel-Gedöns. Cheek Bros. Hier müssen wir irgendwo. Ich hatte gesagt, die Latte, Leute. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Bin ziemlich gut mit Jimbo und Ned befreundet, Kleiner. Haben zusammen eine Show über Waffensicherheit gemacht. Problem, da komme ich noch nicht hin. Jimbo und Ned sind, guckt mal hier oben, hier. Ich kann weder hier durch, noch hier durch. Zu Jimbo und Ned komme ich nicht. Ja, ich kann nicht mal hier oben lang, genau. Ich komme den ganzen Weg nicht. Ich komme noch nicht auf die dritte Ebene. Okay. Das heißt, wir können jetzt noch einmal schnell zu Randy. Und da nämlich die Kondome abgeben für den Opa. Und dann würde es als nächstes zu Mosquito gehen. Da würde ich aber vorher noch eine kleine Essenspause machen. Und dann starten wir bei Mosquito rein. Oh, hier geht's nicht lang. Genau. Randy direkt unter uns, da kommt man aber nicht lang, ne? Ah, ich hätte einen Fast Travel nehmen sollen. Ich mach's noch. Ich bin der schnellste in der Stadt. Wir sehen uns. Du bist der schnellste? Wirklich? Ich bin schneller als du. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Ich hab doch Kondome. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Ich will ein Foto mit dem besten Enkelkind der Welt machen. Ah, okay, jetzt geht's auf einmal. Jetzt hat er wahrscheinlich die Kondome genommen. Danke dir. Du bist besser als dein Tunichgut von Vater. Genau, Kondom. Der alte Gladiator wurde aus deinem Inventar entfernt. Der alte Gladiator, nicht der kleine Gladiator. Dann habe ich letzte Folge was Falsches erzählt. Bin ich jetzt populär genug? Vergiss es, Scheichhaufen. Okay. Dafür hast du... Okay. Wir reden uns nochmal. Wir besprechen uns nochmal, du blöde Kuh. Du kriegst für wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich. So, was kann ich jetzt noch machen, kurz vorm Essen? Also Yaris, aber die. Ich bin jetzt eigentlich schon jedes Gebäude abgelaufen, auf das ich Zugang habe. Kopfaufnahmen geht gerade nicht weiter. Randys Auto ist bei Nacht. Dann habe ich eigentlich alles gemacht. Ja, aber Essen gibt es erst in 15 Minuten. Mist! War zu schnell! Ich war zu schnell. Was machen wir jetzt noch in 15 Minuten? Was ist das hier? Achso, für die DLCs, ne? DLC fangen wir jetzt nicht an. Ich könnte mal mit dem quatschen und gucken, ob der etwas Neues zu erzählen hat, weil ich ihn mittlerweile schon so viele Yaois gebracht habe, keine Ahnung. Ich find's komisch, dass er gesagt hat, er schickt die Belohnung zu meiner Mutter. Ich weiß nicht, wo die gelandet ist. Also, eventuell in der Truhe, hoffe ich mal. Aber wenn nicht in der Truhe, was mache ich dann? Ja. Wahrscheinlich in der Truhe. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ja, tu's doch.
Oh, hey, was spielt ihr denn heute Feines? Erzählt nichts weiter, okay. Schade. Ja, dann... Kann man die Religion noch mal ändern oder sowas? Bringt das was? Komisch ist, ich hatte ja einen Kampf direkt nach meiner, nach meiner Geschlechtsangabe, ne? Aber keinen Kampf nach der Religionsangabe. Ich dachte, wenn man einen neuen Stat einträgt, kommt ein Kampf. Aber da kam nichts. Und in der City Hall hat die uns auch keine richtige Quest gegeben, ne? Kommt vielleicht noch. Wer mich für hochnäsig hält, kann mit seinem abgefuckten Pickup besoffen seine Trailerparkbude niedermähen. Okay. Also um hier die stärkeren zu machen, brauche ich höheres Crafting. Ich will jetzt aber nie irgendwie sinnlos Zeug spammen, einfach nur ums Crafting hochzukriegen. Ja, also ich gehe noch einmal kurz zum Pater Maxi. Oder wir könnten, genau, wir gehen jetzt in die Polizeistation und fragen, ob die was Neues für uns haben. Vielleicht könnte ich jetzt die Mutter festnehmen. Was bist du denn, Trottelmann? Geh schon durch. Erstens habe ich jetzt jemanden festgenommen. Das heißt, ich kriege jetzt hier mein Bild. Mit dem kleinen Hilfs-Sheriff klar. Ja. Na, und zweitens... Schau zu und lerne. Zweitens kann ich ja mal gucken, ob der jetzt vielleicht einen neuen Auftrag für mich hat. Ich bin gerade beschäftigt. Nimm dich vor finsteren Gestalten in Acht. Du weißt schon, finster. Ich bin gerade beschäftigt. Okay, gut. Dann kein Bild. Und kein neuer Auftrag. Schade, ich dachte, ich kann jetzt die Mutter festnehmen. Pater Maxi und dann gehen wir zu Mosquito, aber wie gesagt, vor Mosquito mache ich dann eine Pause. Wird dann vielleicht ein bisschen länger, so 15 Minuten oder so, weil das Essen vielleicht noch nicht ganz fertig ist. Mal schauen. Was ist das? Nicht nochmal mit Vater Maxi reden. Ich melde mich, wenn du bereit für den nächsten Schritt bist. Haben wir nicht schon eins? Gut, noch ein Selfie. Das würde Jesus wohl auch tun. Nee, wir haben schon eins. Na gut. Warum auch immer. Jetzt kann man sogar Filter drauf machen und sowas. Wenn man dann zusätzliche macht oder wie. Ja. Egal. Wir gehen zum Mosquito, dann gibt es ein kleines Päuschen und ja, genau, dann geht's mit der Story weiter. Wo ist der? Ah ja. Ich bin ziemlich sicher, dass bei Mosquito dann irgendwie ein Video kommt und irgendwie Story weitergeht und so eine Erklärung und bla 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 und wie gesagt, das möchte ich dann nach der Pause machen. Aus dem Weg, ich bin ein Haifisch. Diese Windräder muss ich noch rausfinden, wie die funktionieren.
D-Mobile, Alter. Die wollen 30 Dollar bei D-Mobile, damit ich ein Bild machen kann mit dem. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, hier ist was. Drogenfläschchen. So. Ich finde das krass, dass der Weg zum Raisins durch so eine dreckige Gasse führt. Ist ja schon ein bisschen widerlich. So. Wie gesagt, kleines Päuschen. Ich denke, also wenn das Essen schon fertig ist, dann bin ich in 10 Minuten wieder da. Wenn es noch nicht fertig ist, dann bin ich in 20 Minuten wieder da. Ne? Bis gleich.